Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Binding of Isaac. Hier ist mal das Intro. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. So, soweit das Intro. Das Let's Play wird, ich würde sagen, halb blind. Ich habe den Vorgänger mal gespielt, nicht lange, ist ewig her. Jedenfalls zu dem Spiel, das scheint ein Roguelike zu sein, das Intro haben wir ja gerade gesehen und wollen wir doch mal sehen, wo wir hier einsetzen. Oh, dann nehme ich doch mal File 1. New Run. Who am I? Isaac. Oh, da sind ganz viele Leute. Judith, Eve, Samson. Samson. Was ist doch der mit den coolen Haaren? Azazel, Lazarus, Eden. Random. Aber warum ist die nicht, locked? 7 plus Hard Containers. Kann ich die jetzt, das macht man. Da steht einfach nur locked, nicht wie ich es unlocke, aber bei den anderen steht es immer. Okay. Dann nehme ich nochmal Isaac, der scheint freigeschaltet zu sein. So. Okay. Steuerung ist viel besser. Anscheinend, ich kann mit den A, B, X und Y kann ich jeweils in eine Richtung schießen, was ich auch mit dem zweiten Stick machen kann. Bewegen ist mit dem, also mit dem rechten Stick kann ich schießen und mit dem linken Stick kann ich mich bewegen. Ebenfalls mit dem D-Pad. Bomben, aber wahrscheinlich Schultertasten oder so. Wow! Jetzt habe ich keine Bombe mehr, aber ich glaube, es war eine Schultertaste. Okay. Was bist du? Cursed Eye. Ich muss in die Richtung drücken und kann dann loslassen.
Dafür kann ich nicht mehr einfach nur kurz schießen. Ah doch. Geht. Bisschen wieder Charge-Beam von dieser Frau mit dem Arm, mit dieser Waffe. Ihr wisst doch genau, was ich meine. Okay. Anscheinend werde ich hier von Häufchen angegriffen. Komm schon. Aber dieses Häufchen in der Mitte kann ich... Ah, doch. Ist in diesem Häufchen was drin oder stehe ich hier jetzt und schieße Tränen auf Scheiße? Aha, aha. Kann ich darauf schießen und... Gut, da oben bräuchte ich einen Schlüssel, den ich nicht habe. Ah! Komm schon! Okay, da ist eine Bombe. Ah! Was? Kleinen Moment, was war das? Kann ich hier die Karte aufmachen? Na, nicht so richtig. Aber hier ist der Raum, in dem ich gestartet bin. Was ist da passiert? Ja, ist nicht so, dass ich hier jetzt große Auswahl hätte, wo ich hingehen kann. Ah, jetzt habe ich eine Bombe gelegt. Ah, kann mich nicht durch die Wand sprengen. Kann ich auch nicht kaputt machen. Na gut. Ich finde dieses Spiel übrigens schwer. Vielleicht bin ich der Einzige, aber ja. I leave all that I own to my cat Guppy. Okay, today I died. Dann nochmal. Habe ich hier direkt im ersten Raum einen Boss gefunden oder? Strength. Habe ich das jetzt verbraucht? Ja. Gut. Ich persönlich mag ja auch rundenbasierte Spiele sehr gerne. Die Steuerung ist auf jeden Fall viel besser als damals, als Pads noch nicht unterstützt wurden. Ich persönlich hatte nämlich, klingt jetzt ein bisschen peinlich, aber immer ein kleines Problem damit, zu koordinieren, wohin ich schieße und wohin ich mich bewege. Das ist hier jetzt nicht leicht. Was? Das
Das heißt, ich schieße die jetzt in einem Bogen um mich herum. Hervorragend. Damit entfällt dieses lästige Zielen. Aber auch dieses lästige Treffen ist irgendwie nicht einfacher geworden. Ich muss mich einfach so bewegen, dass die Dinger getroffen werden. Also doch noch irgendwie zielen. Okay. Hier bräuchte ich den Schlüssel, den ich nicht habe. Und sonst waren hier auch keine Türen zu offen. Oh, meine Fresse. Ansonsten mag ich den Stil von diesem Spiel aber sehr gerne. Es ist alles ein bisschen sehr creepy. Toll. Da komme ich nicht dran. Super. Hätte ich woanders hingekonnt? Habe ich einen Raum übersehen? Ja. Ich gehe mal nicht in diese rot leuchtende Tür. Ah, was bist du? Ach, ein halbes Herz. Okay. Ja, dann bleibt mir nicht viel außer diese rot leuchtende Tür. Das heißt, dieser Run wird auch sehr schnell vorbei sein. Monstro! Ekelhaftes Biest. Wenn er mal ein bisschen da bleiben würde, dann könnte ich den noch treffen. Ah! Ah! Ich glaube, der Trick ist, wenn er sich kurz nicht bewegt, weil er durch die Gegend spuckt, einfach alles auf ihn zu feuern, was man hat. Aber das hat man ja schon. Zielen und ich läuft hier ja nicht so. Aber super, ich kann den Feuerbutton einfach gedrückt halten. Ja, noch ein Treffer und die Sache ist durch. Ja. Puh. Ja. Ich weiß nicht. Ja, Restart. Ah, jetzt habe ich aber wieder, zumindest wieder normal, oder kann ich normal schießen. Und werde sofort getroffen. Ich hätte mir ein einfacheres Spiel aussuchen sollen. Und dieses hier soll schon einfacher sein als der erste Teil. Also als das normale Spiel, das ist hier ja das Remake. Ich will diese Mücke da treffen.
Ah, stirb doch! Ich weiß nicht, warum die sich so freuen. Und ich habe das Gefühl, dass ich da ganz schön stinken muss. Hohenschlüssel. Das heißt, dass das erste Mal, dass ich einen Schlüssel habe. So, klein Moment mal jetzt. Diese Fliege aber. So. Fliege ist auch tot. Kann ich jetzt hier durch? Das ist ein Laden. Ich habe gar kein Geld. Dann halt nicht. Die sind ja hinterhältig. Bin mir auch nicht sicher, ob die von mir weglaufen, aber ich komme ja nicht aus dem Raum raus, wenn ich die nicht töte. Noch ein Schlüssel. Und irgendwas Goldenes. Temporary Psychic Shots. Ich sehe nicht, wieso diese Shots Psychic sein sollen. Oh, war es das schon? Da ist noch ein Raum. Warum ist der schwarz-weiß? Ups! Jetzt habe ich versehentlich dieses Item benutzt. The Duke of Flies. Das klingt nicht besser als der Kerl eben. Zu viele Minions! Ich kann den doch... Boah! Crap! Oh, ich habe ihn in eine Bombe laufen lassen. Er ist so gut wie hin! Juhu! Jetzt bloß keinen Quatsch machen. Was bist du? Mom's Coin Purse. Geld. So viel Geld. Das ist gar kein Geld, was ich hier einsammle. Ach so. Toll. Das lohnt sich ja nicht. So, das ist das erste Mal, dass ich hier tatsächlich ein Level beendet habe. Ich persönlich finde die Geschichte hinter diesem Spiel, so wie ich die beurteilen kann, ein bisschen hart. Und die hier sind doch auch ein bisschen, na, wie soll ich sagen? Gebumst? Ich meine, die haben ja gar keine Chance. Eine Kiste. Was ist das? Okay. Eine Tür, die mich beißt. Und ich bin irgendwie zurückgegangen. Was zum Teufel ist hier passiert? Wo bin ich hier? Das scheinen temporäre Hitpoints zu sein. Das war creepy. Was ist das da oben? Ah, keine Ahnung, kann ich auf jeden Fall noch nicht hin.
ihr schon wieder? Die weinen, das macht mich ein bisschen fertig. Ich frage mich immer noch, ob in den Häufchen irgendwann irgendwas versteckt sein könnte. Gehen wir doch mal hier hin. Was bist du? Ank! Das klingt nach einem Wiederauferstehungsgerät. Ah! Ihr fertigen kleinen Kinder! Was sind das eigentlich? Monster, Zombies? Ich bin mir unsicher. So. Ich schaffe es lustigerweise nicht so viel zu erzählen, während ich spiele, weil mich das sehr fertig macht. Ich glaube, ich werde auch nicht sehr viele Runden spielen. Ja. Da habe ich mein Geld weggeschmissen. Das hätte ich mal nicht machen sollen. Bin ich damit einverstanden, dass die Eier legen? Aber dass wir die hier unwahrscheinlich schon zuhauf getan haben. Komm schon, stirb, verrecke! Die muss nicht mal Eier legen, die muss ich nur kurz hinhocken. Das ist natürlich hervorragend, dass ich jetzt nicht gerade bester Gesundheit bin. Dann holen wir uns doch jetzt mal eine Abreibung beim Boss. Den kenne ich doch schon, den dummen Penner. Ja, stehen bleiben, ganz schlechte Idee. Das stimmt, das hätte ich... Hätte ich ahnen können, aber ich bin auch schon so gut wie tot. Nämlich jetzt. Und jetzt bin ich ein Zombie. Ekelhaft. Also im Vergleich zur Runde davor, wo ich gegen den gekämpft habe, mache ich aber tatsächlich ein bisschen Schaden. Jetzt kriege ich das mit dem Ausweichen auch ein bisschen hin. Und zielen, was ich eben ja auch nicht konnte. Ich sehe ja auch an seinem Schatten, wo er wieder landet, was eigentlich eine ganz nette Sache ist. Ah! Dich kriege ich noch, du Penner. Ha! Was bist du? Stem Cells. Ja, und die kann ich nicht einsammeln, weil ich ja schon auf meinem zweiten Leben bin und der hat, das sind keine richtigen Hitpoints.
Warum scheißen ihn Leute an? Das ist ja ekelhaft. Außerdem, warum hat diese Frau diese ganzen Sachen unter ihrem Keller? Ich bin ein bisschen erschrocken davon. Ich meine, das sind ja, die sind ja nicht größer als ich. Das sind augenscheinlich alles Mutanten und Baby-Skelette. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Aber jetzt... Oh, wollte gerade sagen, jetzt kann ich das andere Ding, zumindest aufsammeln, aber ich habe den Raum bereits verlassen. Das erinnert mich an diese Bombenmonster aus Zelda. Lange mache ich das nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ja, noch ein Treffer von irgendwas und das war's. Toll. Ja, genau so. Gut, ich würde sagen, ich höre dann jetzt erstmal auf und überlege mir, ob ich das nochmal weiterspiele. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Koordinationsfähigkeit und so wäre das deutlich besser. Aber, sowas habe ich halt nicht. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich nicht viel zum Erzählen kam. Vielleicht wolltet ihr euch das Spiel auch mal angucken. Ja. So sieht's aus. Auf jeden Fall dann tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.